Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Medieval Dynasty mit eurem Bobas. Jo, ich habe mich heute echt gefreut auf das Spiel. Ich habe es nämlich schon ein paar Tage jetzt hat nicht mehr gespielt. Hauptsächlich bin ich in Supraland unterwegs. Jo, aber heute geht's auf jeden Fall. Moment, ich muss mal rein in die richtige Ansicht. Heute geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe schon mal gewechselt in der Jahreszeit. Also wir sind jetzt im Herbst. Wo kommen denn da vorne? Achso. Feldarbeiter. Ich habe jetzt gewechselt in den Herbst. Ich hatte vorhin mal einen Aufstieg und zwar bei Diplomatie-Kenntnisse und da bin ich natürlich schon am Überlegen. Ich habe einen einzigen Punkt zu verteilen. Kastellan wäre natürlich interessanter. Interessant, geringeres Essen und Holzbedarf deiner Bewohner, aber ich möchte es jetzt lassen, weil ich produziere wirklich genügend. Ich könnte auch noch den dritten Punkt auf die inspirierende Rede machen, dass die Leute schneller produzieren, würde ich aber ehrlich gesagt auch nicht machen, sondern ich würde machen den zähen Verhandlungspartner. Einfach um ein bisschen bessere Preise zu erzählen. Ich kann es ja später immer noch mit einem Trank wieder zurücksetzen und kann dann quasi meine Punkte neu verteilen. Jetzt würde ich erst einmal sagen, zähe Verhandlungspartner und dann passt es. Dann sind doch da die Punkte schon mal vergeben. Wir haben hier schon 10, da schon 10. Also wir haben eigentlich, ja, bei der Jagd noch nicht, aber das wird auch noch kommen. Und hier fehlt auch nur noch ein Punkt. Aber gut, das wird auch noch alles kommen. Vor allem Kenntnisse der Gewinnung. Also die ackern ja wie Blöde in der Mine. Von daher denke ich mal, wird es auch nicht allzu lang wegbleiben. So, im Tagebuch habe ich ja noch den Familienstreit. Da kann ich ja auch noch hin. Das läuft ja erst, ja, nach dieser Jahreszeit wird es verfallen. Das Schöne ist wirklich, dass manche Quests eben auch übergreifend noch in die nächste Jahreszeit mit reingehen. Finde ich super, dass es so geändert wurde bei manchen Quests. Genauso die nächtliche Jagd, also die verändert sich jetzt auch, hat sich jetzt auch dahingehend verändert, dass es eben auch in die nächste Jahreszeit geht. Ich habe ein bisschen die Zäune weitergebaut. Ich habe auch jetzt da mal fertig gemacht, den Zaun. Ich habe hier vorne um das Gebäude noch einen Zaun rumgezogen. Also eine Steinmauer besser gesagt, weil ich das eigentlich ganz, ganz nice finde. Muss mal schauen, wie ich das noch weitermache, weil ich möchte ja auch bei den Häusern immer so ein bisschen den Holzvorrat haben. Oh, habe ich jetzt etwas eingesteckt oder nicht? Nö, habe ich nicht. Bretter habe ich eingesteckt, aber ich habe keine Holzdinger mitgenommen. Naja, gut. Dann holen wir halt nochmal ganz kurz Stämme. Aber ich würde dann tatsächlich, na wohl, das mit den Bänken, das läuft nicht weg, die haben genug Sitzmöglichkeiten. Ich würde eher sagen, jetzt schauen wir mal, ob mein Pferd kommt. Ja, Epon. Genau, wir werden jetzt auf jeden Fall mal. Zum einen werden wir nach Brannica reiten, dass wir die Quest abgeben können. Dann hatte ich vor, diesmal auch nach Hornica zu reiten. Das sind immerhin 3 Quests, die hier verfügbar sind. Und ich würde gern ein bisschen was aus dem Lager verkaufen, weil ich habe mir das nämlich mal... Halt, wir können nach oben. Ich habe mir das nämlich mal im Lager... habe ich mich gerade mal so durchgeguckt. Entschuldigung. Was wir denn die... Jetzt bin ich es mittlerweile so gewöhnt mit dem Blick. Ja, ich habe vorhin ins Lager geguckt und habe festgestellt, dass ich schon über 9000 Kilo da drin habe. Also irgendwas um die 9200 oder so, sage ich jetzt mal. Und da würde ich gerne natürlich ein bisschen was losbekommen. Wir können natürlich auch... hier im Grunde schon was mitnehmen, ne? Das wäre ja auch möglich. Das wäre jetzt, ups, lenkt nicht so viel, lenkt nicht so viel. Ich bin kein geübter Reiter, ich gebe es zu, ich bin dahingehend nicht so toll. So, wir reiten aber auf jeden Fall bis zur Kiste. So. Zum einen würde ich gerne alles, was Bronze, Kupfer und so weiter ist, an Werkzeugen, was ich auch gefunden habe, würde ich wegverkaufen. Die Eisensperre hebe ich auf wegen Deko. Fackeln, ja, können wir auf jeden Fall verticken. Ja, ich nehme alle, das werden ja wieder hergestellt. Die Fischbeere, die stelle ich ja selber her, da mache ich immer dann gleich 10 Stück und dann passt das. So, Kupfersichel. Langbogen, Recurve-Bogen natürlich nicht.
Die Steinpfeile können wir mal ein paar verkaufen. Säckchen, Trinkschlauch, Wurfsteine. Wurfsteine werden am Stand verkauft. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was nachgebessert von den Mengen her, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so hinhaut. So, ich würde auch gerne die Sachen hier verticken, die ich jetzt so in der Kiste habe. Weil ich werde auf jeden Fall noch einen separaten Stand machen, bei dem ich die Sachen hier verkaufen kann. Und ich glaube, aktuell bin ich ganz gut ausgestattet mit meinen Klamotten. Von daher mache ich mir jetzt da mal keinen Kopf. Notfalls stelle ich mir halt selber schnell was her. So, das Zeug lasse ich alles drin. Das ist noch die Frage. Das lasse ich natürlich auch drin. Das wird ja gerade hergestellt. Bronzebarren, Dünger habe ich hochgestellt, dass da mehr verkauft wird. Ich habe im Übrigen auch 3 Schweine verkauft, zu jeweils 1050, deswegen bin ich schon wieder auf 10.000, weil ich habe natürlich das Geld aus dem Lager genommen, das war noch, glaube ich, 3 oder 4.000, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und dann habe ich die 3 Schweine verkauft. Es reicht ja, wenn 2 Schweine da sind, die produzieren auch 220 Dung jeden Tag, von daher Dünger haben wir genug. Also deswegen habe ich da mal ein bisschen geändert. So, Flakon aus Holz, da habe ich den Verkauf wieder rausgenommen. Sowas wie die Körner, da werde ich mich mal drum kümmern. Oh, 1500 exakt. Da werde ich mich mal drum kümmern, wie viel Körner kann ich denn verkaufen und so weiter. Mit Flaschen, Mohn, Pelz. Ja, ich denke, das passt schon. Ich habe auch einige Häuser wieder mit Turmbewurf. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts mehr. Da habe ich was verbaut und Kalkstein habe ich deswegen auch nicht mehr. Ja, dann passt es schon. Das Zeug lasse ich alles da. Dann können wir den Rest können wir verkaufen, was ich jetzt halt eingesteckt habe. Und alles, was irgendwie fehlt an Kleidung oder sowas, das kann ich ja auch noch verkaufen. Selber herstellen. Und dann eventuell verkaufen, wie es da das Tor aufknallt, ne? So. Schauen wir erstmal daher. Na, wenn der Zaun im Weg ist, dann geht er auf die andere Seite, ne? Zeig mir mal deine Ware, weil dann würde ich nämlich dir gerne was verkaufen. Jetzt habe ich die Bretter mitgeschleppt, ich Dödel. Okay, einmal die edlen Schuhe. Was hatten die? 1020, wow. 407 gibt der Filzhut, ne? Kälteschutz plus 10. Zu dem, was ich jetzt hab. Weg damit. Wir können uns den herstellen, wie gesagt. Ich sammle jetzt ein bisschen Kohle von den Leuten ein. Das ist, glaube ich, besser. 592 die gesteppte Weste, ne? 264. Die Pelzschuhe, die kann ich noch verkaufen. Ja, verkaufe ich die Pelzschuhe noch. Schauen wir mal, was ich dir noch verkaufen kann. Vielleicht die ein paar Fackeln noch. Naja, eine Fackel zumindest. Passt. Ach halt. Nochmal, zeig mir deine Waren. Weil ich kaufe nämlich wieder komplett die Wolle auf und das Wollgarn für meine Lampen. Dann bin ich da nämlich auf jeden Fall schneller. So, dann kann ich nämlich dir auch wieder hier was verkaufen. Schauen wir mal, wie viel Fackeln. Jawohl, alles. Kupfersichel kann ich da verkaufen. Oh, dann kann ich dir ja alles noch verkaufen hier. Die Steinpfeile. Dann gehen wir nochmal auf die Klamotten. Und dann kann ich dir nämlich auch die... Wo war es denn hier? Gesteppte Weste verkaufen. Die Googles. Und die Pelzstiefel. Zack. Ja, die gehen leider nicht mehr. Okay, mach's gut. Mach's gut. So, von ihm werden wir jetzt einen lecker Obstkuchen kriegen. Bogdan, okay, danke. Kein Problem. Ein Obstkuchen und 125 Repo, das passt doch optimal. So, schauen wir mal, ob wir gleich noch eine Quest haben. Nein, haben wir nichts. Also wenn dann in Baranica, können wir ja vorbeireiten eigentlich, ne? Reiten wir nach Baranica,
dann nach Gostowia und dann weiter nach Honecker. Leider gibt es keinen Abgesandten vom König. Aber macht ja nichts. So, gib Gas. Ja, ich dachte mir einfach, ich muss in die nächste Jahreszeit gehen, weil ich will ja auch vorankommen, ne? Und die Frauen arbeiten zwar noch, während sie schwanger sind, aber ich möchte natürlich auch so das ein oder andere Haus dann jetzt dann frei machen auch wieder, indem ich quasi wieder ein Pärchen zusammenfüge, dass das so ein bisschen ineinander übergeht. So, schauen wir mal. Wir haben hier den Pomir, der eine Quest hat. Bin mal gespannt, was. Jaromir, Pomir. Servusle. Kann ich dir bei was helfen? Ich bin wirklich hungrig. Ein paar Zutaten, na klar, kann ich machen. Schauen wir uns mal die Leutchen hier an. Drei Abbau. Oh. Der Merold, der hat 3 Punkte in Diplomatie. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Hallo, there. Großartig, wir sehen uns dort. Okay, dann hätten wir nämlich nochmal einen Händeler. Wo schmeiße ich den jetzt rein? So, oh, da muss ich ja eh mal gucken, ganz kurz. Unsere Bauhütte, ob der schon fertig ist. Ey, das geht wahnsinnig schnell. Ich finde es ein bisschen übertrieben schnell. Ganz ehrlich. Der ist, ich gebe dem die Arbeiten und der ist jetzt innerhalb von... Also wir haben jetzt 13.46 Uhr. Der hat es innerhalb von ein paar Stunden, hat er alle Gebäude repariert. Also das ist eigentlich ein bisschen zu schnell. Wenn der für die Reparatur... Ich meine, wenn ich unterwegs bin, ja. Aber wenn er unterwegs ist, ich denke mal einen Tag oder was, wenn er brauchen würde für alle Gebäude, dann wäre es doch auch in Ordnung, oder? Naja gut, aber ich besser nicht beschweren drüber, das ist in Ordnung. Dann stecken wir ihn nämlich gleich wieder in die Jagd rein. Wo ist er denn? Verdammt. Sekunde. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Reinhold. Da. Bauhandwerker. Wird er wieder zum Jäger. So. Wunderbar. Ich habe hier bei der Produktion, da habe ich nichts geändert. Also das läuft so weiter, wie es läuft. So. Marold. So, wir haben ein einfaches kleines Haus haben wir ja fertig. Das ist zwar, oder besser gesagt, frei. Ja. Nochmal hoch. Da. Leeres Slot zuweisen. Marold. So. Kein Essen, kein Wasser, ja. Und dann kommt er nämlich hier noch an den einen Marktstand. Leeres Slot zuweisen. Marold. So, dann ist er nämlich ein Händler. Ein Standbesitzer. Ein stolzer Standbesitzer. So, jetzt ist nur die Frage. Lassen wir erst einmal das da. Jawohl, gut. Passt alles. Jetzt ist nur die Frage, was lassen wir ihn machen? Nee, warte mal. Müsste der normalerweise dastehen, noch nicht eingerichtet oder so? Stimmt, und sie ist ja auch noch nicht eingerichtet, ne? Die haben quasi jetzt beide noch nichts zugewiesen. Okay, wir machen. Da ich muss rein, stimmt ja. Zuweisung verwalten. Nein.
Stehe ich jetzt halt am Schlauch oder was ist Sache? Normalerweise habe ich doch da stehen noch keine Waren zugewiesen, ne? Art der Waren ändern. Ah, okay. So. Kräuter. Nein, also Kräuter habe ich mich auch dazu entschieden. Danke auch nochmal für den Kommentar. Habe ich mich jetzt auch entschieden, dass ich das jede Jahreszeit im Grunde anpasse. Das muss ich auch noch machen. Ich hoffe nur, dass ich das hinbekomme. Was wird denn da gehandelt? 3,3, das muss ich erst einmal sammeln. Johanniskraut. 22. Es ist halt schon übel, ne? Wenn ich dann sag, ich tue hier Kräuter verkaufen. Werkzeuge ist jetzt die Frage, ne? Da, dass ich jetzt erst einmal Wurfsteine mache, keine Ahnung. Wurfsteine werden hergestellt in der Schmiede. Kein Material. Okay, naja gut, weil ich alles Stein, jeden Stein verballert habe. Ganz klar. Lass mal aber so jetzt erst einmal. Und hier Artavan. Also irgendwas muss ich reintun. Und wenn ich nur, keine Ahnung, Holzstämme verkaufe, so ein bisschen was. Hauptsache, die haben ein bisschen was zu tun. Da kann ich mich aber auch nochmal ins Detail drum kümmern. 929, ja komm, machen wir 33 Stöcke. Machen wir noch ein bisschen Brennholz. Hauptsache, es läuft was. Ja, Weizenkorn und sowas wundert mich auch, dass es ja für als Rohstoffe läuft, aber ist okay. Als was sonst, ne? Es ist ja ein Rohstoff insofern. So, wir können hier noch ein bisschen vielleicht Dung verkaufen, ein bisschen Dünger verkaufen. 6,6. Ja, genau, machen wir 6,6 und 6,6. Das ist okay. Salz kann ich halt nur, auch egal. Nenn mal ein Salz, das heißt, es würde 137 Tage locker reichen. Länger sogar, ist klar. 33 Stroh. Weizen, nee, Flachshalm auch nicht. Ich bin da so unentschlossen, was ich jetzt halt im Grunde in das Ganze reinpack. Und was nicht. So, Gewinnung. Kräuterhütte. Da ist jetzt natürlich so. Ah doch, das passt noch. Nicht die Jahreszeit. Ach so, ich kann jetzt halt auf jeden Fall. Nee, dann passt alles. Dann passt alles. Also die Tränke, die lasse ich außen vor. Nee, dann ist alles okay. Ich habe das so ungefähr ein bisschen ausgemittelt. Na, das, ich denke mal, das ist in Ordnung. Dann kriegen wir auch richtig was rein während der Tage. So. Holzschuppen arbeitet niemand. Brunnen arbeitet niemand. Ist aber, denke ich, okay. Wasser haben wir 501, den Bedarf pro Tag sind 1656. Man muss ja bedenken, dass das ja auf den ganzen Tag ist, ne? Und Wasser stelle ich ja auch gleichzeitig her. Ich stelle jeden Tag her 7 Liter und 1, da blicke ich noch nicht ganz durch, aber ist in Ordnung. So, sorry, dass ich jetzt schon wieder so lange in dieser Verwaltungszeugs-Sache bin. Aber gut. 3,223. Nee. Lass mal. So. Was will der eigentlich zu essen? Übliches Essen. 11-mal Fleisch, das können wir ihm schnell holen. Das holen wir ihm schnell. Ich galoppiere halt genau über die Steine drüber, ne? Meine Güte. Okay.
So, einmal runter bitte. Einmal 11 Fleisch holen. Jawohl, passt. Dann haben wir das nämlich auch gleich weg. Ups. Hä? Man erkennt den Eingang nicht wirklich, ne? Ist ja hart. Den habe ich ja da dazwischen gemacht. Oh Mann, also manchmal mit dem Pferd lenken. Da stelle ich mich schon manchmal an, ne? So, also los. Zack, zack. So, schauen wir mal rein. Guck mir. Hier ist das Essen. Jawohl. Hört sich gut an. So, die Quests ist halt wirklich schade, dass es im Grunde immer auch die gleichen sind, ne? So, dann reiten wir über Gostovia. Was wir dafür eine Quest kriegen. Also sorry, wenn ich die Tage ein bisschen ruhig bin vielleicht. Aber es ist diese Frühschicht auf Arbeit, das ist Katastrophe für mich. Für mich ist das absolute Katastrophe. Weil ich bin einfach ein Spätschichtmensch. Und wenn ich dann 15:30 Schluss habe und mich danach hinsetze zum Aufnehmen, weil das ist dann halt die Zeit, wo ich aufnehmen muss. Boah. Dann zieht es mir so richtig die Beine weg. Das ist Wahnsinn. Aber gut, ist halt so, ne? Deswegen liebe ich auch die Spätschicht. Da habe ich meine Ruhe, da habe ich noch Power, da habe ich Elan. So. Wo ist der Schuldige mit seiner Quest? Oder die? Huberta. Oi? Was kann ich helfen? Natürlich wieder für bezahlen. Vorräte sind erschöpft. Okay, bin gleich wieder da. Eine Beere, viermal Fleisch. Na, das ist auch kein Thema. Das bringen wir ihr dann noch. So, aber wir reiten jetzt erst einmal dahin. Das heißt, es geht wieder über Stock und Stein. Also geht es einfach zackig hier, ne? Statt immer die Wege entlang. An Wölfen und so weiter kann ich ja eh vorbeireiten. Ja, gerade habe ich es gesagt, ne? Da war zwar ein Lager, aber es ist mir ehrlich gesagt dann auch ein bisschen egal. Freilich kann ich da Zeug abstauben, ich weiß es. Aber so wichtig. Es ist einfach irgendwann ein Punkt in dem Game erreicht, wo es dann nicht mehr so wichtig ist. Ne? Ups, Entschuldigung. Oh, mach langsam. Ah, da ist nochmal ein Lager. Na gut, zu dem Lager gehe ich jetzt. Wenn ich schon nicht jedes Lager mitnehmen kann oder will, zumindest mal bei einem anhalten, ne? Brennholz, Eisenachs. Oh, Eisenachs ist immer gut, ne? Hier wachsen lauter Riesenschirmlinge. Tun wir die halt auch einmal pflücken. Mitten im Zelt wachsen die.
Bogen, natürlich dann auch Pfeile dazu. Stöcke. Alles gut, Epon. Ja, dass du hier wirst, weil hier irgendwo der böse Wolf unterwegs ist. Oh, Pelz. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ich gehe mal kurz in die Ego. Aber ich glaube, da ist sonst nichts weiter. Achso, das ist Stock. Alles klar. Da liegt auch nichts mehr. Dann weiter. Ich bin mal gespannt, was da für Quests sind. Also ich hoffe nicht irgendwelche Botengänge. Es wäre schön, wenn die irgendwas brauchen, was ich jetzt gleich in der Nähe habe, also im Lager oder was ich schnell holen kann. Von mir aus auch eine Jagd. Das wäre mir auch in Ordnung. Henrika! Moment, das speichere ich definitiv vorher. How can I help you? Kann ich dir bei was helfen? Ich habe meinen Bogen verloren. Alles klar, ich bringe dir einen neuen Bogen. Ah, der Jan. How can I help you? Kann ich dir bei etwas helfen? Möchtest du schnell Geld verdienen? Was für ein Angriff? Ich hole das Eisen für dich. Und dann haben wir da vorne noch den Snovit. Der Schnovit. Was hast du? Kann ich hier was helfen? Kannst du uns bitte helfen? Was geht hier vor? Wie liegt das Problem? Nachts, jawohl, das kann ich machen. Alles klar. Schauen wir mal, wie viele Wölfe da zu erledigen sind. 4. Naja, die 4, die sollten wir doch schnell haben, oder? Ich gehe mal wieder in meinen Egon. Einmal bitte auf die 2, einmal spannen. Oh, warte mal. Ich muss ja nachladen auch noch. Ich hoffe jetzt, dass es mir das Ding nicht entlädt. Doch. Ich habe doch bloß mein Köcher gefüllt, wenn man so will. So, ich gehe einmal hier lang. Wenn ich mich von den Tasten her irre, dann kann das auch ganz schön gefährlich sein. Wenn ich im Grunde diesen Blick hier loslass, aber weiter renn. Komm, hier sind doch immer Wölfe. Da ist ein Lager. Aber auch unbewohnt. Nee, da ist kein Lager. Da seht ihr mal, wie ich schiel, ne? Wenn ich so... durch die Gegend lauf. Mensch, hier sind doch sonst immer Wölfe. Ich hab dich gehört. Wo bist du? Kommst du jetzt her, oder? Oder nicht? Ah, da ist er. Der hat quasi von mir abgelassen. Sorry. Vorne könnten auch noch mal 2 sein. Da oben war noch mal einer. Oder ne, ist einer. Und da war auch noch mal einer. Ach, da. Okay. Fangen wir mal bei dem hier an. Ich glaube, das waren nur die 4.
Das ist gut. Es war wirklich eine schnelle Jagd jetzt noch. Vor allem alles an einem Tag erledigt, ne? Optimal. Ich habe im Übrigen die Tage erhöht auf 20. Also, mag vielleicht für den einen oder anderen recht viel klingen, aber es ist halt wirklich so, wie ich es schon mal gesagt habe. Durch das, dass du jederzeit dann, also nach dem dritten Tag im Grunde, wechseln kannst in die nächste Jahreszeit, ist das natürlich schon interessant, ne? Ach da. Weil man kann halt dann auch einfach mal länger machen in der Jahreszeit. Wie gesagt, der Winter finde ich in dem Spiel echt extrem schön. Weil da regnet es nicht. So, ich bleib trotzdem mal ganz kurz noch in dem View. Mit ungeladener Waffe da. Und dann können wir nämlich gleich den Recurve-Bogen holen. Und wir brauchen dann Essen noch, ne? Und Eisen brauchen wir, genau. Eisen, wie viel? 3 Eisenerz. Alles klar. Jetzt bitte lass Eisenerz da sein, ey. Das wäre es jetzt gewesen. Also Münder zu füttern. Eine Beere, 4 Fleisch. Ja, das war's, ne? Weil Fleisch habe ich ja schon einstecken. Also von daher ist es nur noch die eine Beere. Eine Beere. Jawohl, 1,4. Passt wieder mal, dann tue ich gleich das restliche Zeug hier raus. 45 in dem Fall. Genau. Alles klar. Ich denke mal, weil jetzt ist eh schon wieder eine halbe Stunde. Ich denke mal, ich werde die Quests einfach abgeben und dann hierher reiten nach Lesnica. Da preise ich mir schon mal an. Weil ich denke nicht, dass wir jetzt halt unbedingt die Quests miteinander abgeben müssen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Von daher, ich gebe die Quests ab. Ich werde mich auf den Weg machen nach Lesnica. Entweder Lesnica sehen wir uns das nächste Mal oder hier irgendwo auf dem Weg dorthin. Schauen wir mal. Gut, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann würde es mich wirklich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr kommentiert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.